Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Food Test Neuheiten Video. Und ich freue mich so, endlich wieder neue Produkte mit euch zusammen testen zu können. Ich war, glaube ich, gestern und vorgestern beim Edeka, beim Lidl auch, aber da habe ich nichts Neues gefunden, nichts Spannendes. In meinen Videos, also wo ich so Produkte teste, ja, verschiedene Süßigkeiten oder Cracker oder Chips oder auch total gerne Getränke. Leider habe ich heute kein Getränk dabei, ich habe nichts gefunden. Sind es halt, Produkte, die ich halt dann teste in solchen Videos, sind entweder neue Sachen oder die ich halt persönlich noch nie probiert habe oder schon ewig mal ausprobieren wollte und nie gekauft habe bisher. Und ja, aber vorrangig geht halt wirklich um Food-Neuheiten, die momentan halt aktuell neu auf dem Markt zu finden sind. Let's go, viel Spaß euch! Ich habe 5 Produkte tatsächlich gefunden am Ende, Gott sei Dank noch. Ich dachte schon, ich finde nichts, echt, auch beim Edeka irgendwie nicht. Ich habe nämlich, beziehungsweise meine Freundin hat gemeint, ja, warum probieren wir nicht die mal, diese Mandel-Orange. Meine Freundin ist zwar nicht dabei in diesem Video, aber sie hat sie dann ausgesucht. Da war nicht explizit jetzt neu drauf gestanden. Ich habe die auch noch in der Werbung oder so gesehen, dass sie jetzt wirklich neu ist, diesen Monat, sag ich mal, in letzter Zeit. Aber ich persönlich habe sie noch nicht probiert. Also das ist mit Mandel und mit Orange. Ehrlich gesagt hört sich das erstmal nicht so auf den ersten Blick gut an. Ja, von Rittersport ist die, habt ihr ja gesehen. Okay, wir testen die. Wie gesagt, in solchen Testvideos bin ich auch immer auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne die Produkte am Ende oder könnt ihr ja dann auch während des Videos schauen, schon schreiben, oh, das habe ich auch schon probiert und das schmeckt mir oder das schmeckt mir halt gar nicht, sagt mir gar nicht zu oder wie auch immer. Oder was ihr in letzter Zeit Neues getestet habt, schreibt es mir auch sehr, sehr gerne. Da fällt mir ein, ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ich mal persönlich testen soll und was ich jetzt noch nie getestet habe. Fragt mich irgendwie einfach gerne, hast du es schon mal probiert, Bea? Ist es voll gut oder was sagst du dazu? Je nachdem, ne, könnt mir alles gerne schreiben in diesem Video, was über Food geht. Und ja, sonst alle Fragen könnt ihr natürlich auch stellen, wie ihr möchtet. So, genug gelabert. Ach, die riecht mit Zartbitterschokolade, vermute ich das. Ja, kommt auch besser mit Orange, oder? Also das geht gar nicht auseinander jetzt, so hart ist dies. Ja, also man riecht auf jeden Fall, wie gesagt, die Zartbitterschokolade oder die, sagt man da Zartbitter? Ich glaube schon, die dunkle Schokolade ist das, oder? Und die riecht man halt schon richtig krass raus. War das jetzt mit Mandel? Mit Mandel, oder? Ja, mit Mandeln war. Und die sieht man nämlich auch schon, die Stückchen hier. Und ich rieche aber gar nichts von der Frucht irgendwie, so jetzt von zitrischen zu orange kriege ich gar nicht gerade. Jetzt probiere ich die mal, wie die schmeckt, ob man da was rausschmeckt. Also die schmeckt viel, viel besser, als ich gestern im Laden gedacht habe. Die haben mich voll so erinnert. Also ihr kennt doch bestimmt noch von früher diese Erfrischungsstäbchen. Da ist doch auch so eine, ich glaube, das ist normale Vollmilchschokolade drumherum und diese flüssigen Kern. Und da gibt es eben auch die Sorte Orange. Und ich weiß nicht warum, aber das hat mich voll gerade so erinnert. Natürlich hat man diesen zuckrigen Geschmack nicht, diesen Kristallzucker und das Flüssige auch nicht, ja, aber keine Ahnung, warum ich da gerade drauf kam. Und was sage ich jetzt zum Abschluss zu denen hier? Was sage ich denn jetzt zu denen, zu der Schokolade? Sie ist nicht schlecht, sie ist nicht irgendwie hervorragend, als mir persönlich oder für meine Empfinden. Aber irgendwas hat sie, aber ich weiß noch nicht genau was. Ich muss noch weiter testen. Ja, ich weiß nicht. Also das Mandelige so, die Mandeln kommen voll gar nicht raus, finde ich. Nee, leider nicht. Ich mag Mandeln voll gerne. Das Zitrische, also die Bitterkeit von der Schokolade dominiert bei mir voll irgendwie. Und es ist irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht gut. Ich kann mir noch nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ich habe die probiert. Würde ich die gerne mal probieren, schreibt es gerne. Dann habe ich Pringles. Endlich mal wieder. Ich habe schon, ich glaube, jahrelang keine Pringles mehr gekauft, weil mir die immer viel zu teuer waren. Da habe ich immer zu günstigeren gegriffen. Und ehrlich gesagt, gefällt mir auch diese neue Verpackung nicht. Ist schon ein bisschen länger, glaube ich, aber, oder? Ich weiß nicht. Sieht so merkwürdig aus. Mich spricht es nicht an. Aber was mich voll anspricht, ist dieser Geschmack dieser Pringles. Und ich hatte den noch nicht. Und es kann wirklich sein, dass die auch recht neu sind. Vielleicht öst ihr das, dann sagt es mir gerne.
Das ist nämlich gegrillte Paprika, gegrillter Paprikageschmack. Ja. Ja, ich bin gespannt. Pringles mag ich schon gerne. Wie gesagt, der Preis hat mich immer abgeschreckt in den letzten Jahren. Riecht wohl. Wisst ihr, wie das riecht? Wie Barbecue. Aber man sollte es ja auch grillen, da macht es ja Sinn, ne? Oder was, man soll die Chips nicht grillen, sondern ist ja hier auch so abgebildet mit so einem Grill dann. Also der Geschmack, ja. Richtig rauchig so und absolut würzig und irgendwie, ja, so ein Barbecue-Pulvergeschmack so einfach. Ganz normale Pringles eben. Also der Geschmack macht mich schon richtig an, ne? Komisch, echt. Merkwürdig. Wenn man das dann in den Mund nimmt, das ist voll lahm, das ist voll lasch. Den Geschmack, den man riecht, sofort, wenn man das Teil aufmacht, die Packung, voll weg. Wenn man es im Mund hat, komisch. Vielleicht ist die dunkle Schokolade gerade noch ein bisschen dominant, das kann sein. Aber schade. Ja, vom Grundding, also die Kartoffel-Chips halt schmecken ganz normal wie Pringles. Das ist wirklich knackig, das ist super. Ja, aber das Gewürz haut mich absolut gar nicht um, ne? Also wirklich, na, hätte ich vom Geruch her hätte ich mir so viel erwartet, aber so enttäuscht irgendwie. Komisch, du. Naja, ich werde sie auf jeden Fall aufessen, zusammen mit meiner Freundin. Vielleicht kommt das Gewürz dann nach und nach noch besser raus, aber naja. Dann habe ich noch 3 Produkte, ihr Lieben. Ich bin so gespannt. Ich glaube, ich mache mal mit denen weiter. Das sind nämlich auch 2, aber halt nur von unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal probiert? Ich definitiv nicht, klar. Sonst würde ich hier die nicht in diesem Video mit euch das erste Mal halt testen. Also, sonst würde das Video zu dem... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Sonst wird es halt nicht zu dem Video passen. So. Es ist von der Marke Nomo, wenn ich es richtig ausspreche. Da gibt es seit ein paar Wochen so einen Aufsteller beim Edeka, so vor den Kassen, aber so an der Seite. Nomo, no missing out. Vegan und ohne Milch, Gluten, Ei und Nüsse. Ja. Hört sich doch gut an, oder? Was sagt ihr? Muss es nur noch gut schmecken. Ich hatte letztens so eine, meine Oma geschenkt, so eine bio-vegane kleine Tafel Schokolade. Boah, na, das hat so ölig geschmeckt. So. Das hat uns allen nicht so gemundet. Wir haben alle dann mal ein Stückle probiert. Es gibt halt auch echt nicht leckere Sachen in vegan. So, die ist auf jeden Fall, oder der Geschmack ist jetzt mal in Karamell und Sea Salt, also mit Meersalz. Jo. Ach so, und dann kann ich euch ja gleich noch den anderen am besten sagen. Der ist nämlich mit Karamell. Einfach nur mit Karamell. Genau, stimmt, meine Freundin wollte auch einen, habe ich beide mit Karamell. Also einmal ganz normal, ohne Sea Salt, also Meersalz. Und der ist halt mit Salz und Karamell. So, probieren wir endlich mal. Ich wollte schon ewig probieren. Die lachen mich jedes Mal an, wenn ich beim Edeka war. Ne? Und ich schaue hier den Ast. Ach so, die sind halt so Riegel, also so ein Riegel mit so Unterteilungen. Das ist auch wieder dunkle Schokolade. Ich glaube nicht. Flüssiges Karamell. Das sagt mir ja schon mal ganz zu. Mega lecker. Gut, jetzt habe ich mich an meinem eigenen Spucke fast verschluckt. Wer kein Karamell mag, für den ist es natürlich nichts, weil das Karamell kommt richtig raus, aber ich liebe das halt. Wer darauf steht, kauft euch die mal. Ich habe euch die Preise eher angeblendet, aber ich habe mich wirklich gewundert, dass der, glaube ich, nur 99 Cent so ein Riegel kostete. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Mega lecker und die Schokolade gefällt mir auch richtig gut. Da schmeckt man auch nicht wie die Schokolade, die ich gerade erwähnte, so dieses Kokosöl oder was da drin war bei der Schokolade, schmeckt richtig wie eine richtige, wirkliche, leckere Schokolade. Yummy. So, ihr Lieben, wir probieren noch Karamell und Meersalz. Ich liebe es ja, diese Kombi. Die gibt es jetzt mittlerweile auch schon ewig. Aber ich habe es immer noch nicht über. Ich kann es immer noch essen. Wie geht's euch da? Oh,
Schade. Erstmal sieht man da kein Karamell raus. Jetzt probiere ich die andere Seite nochmal. Oh. Hä? Hallo? Ja, ist Karamell anscheinend und Süßsalz. Also jetzt muss ich nochmal die anderen Teil da durchbrechen. Es geht ja hier gar nicht. Ach, schade. Also erst dachte ich, die haben den ganz normalen Schokobar eingepackt hier in die Verpackung, nur falsche Verpackung drum. Aber das Salz schmeckt man schon raus. Ich denke jetzt mal schon, dass es Karamell mit ist, aber warum ist das denn nicht flüssig? Ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich echt verwirrt, Leute. Wenn ihr da mehr schon drüber wisst, könnt ihr mir gerne mal sagen, was da hier los ist. Ob das sich so gehört oder. Aber vom Geschmack ist es schon gut. Weil ja, das Salz kommt halt nicht so stark raus, es kommt halt leicht nur raus und ja, die Schokolade ist auch sehr, sehr lecker. Aber ja, Ich hätte jetzt erwartet, dass flüssiges Karamell drin ist. Okay, na gut. Aber sie schmeckt, also es schmeckt lecker. Ja. Ich habe jetzt noch eine Schokolade für euch, eine weiße und so ein neues Oreo-Teil aus dem Kühlregal. Ich hätte jetzt voll gern Bock oder ich hätte jetzt voll Bock auf Gummibärchen, um ehrlich zu sein. Ich habe aber keine neuen gefunden. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich glaube, ich mache jetzt mit den Oreo-Teilen. Vielleicht seid ihr da gerade schon voll gespannt auch drauf. Oder ihr kennt die schon selber. Dann schreibt es mir gerne mal. So schauen die aus. Bei denen laufe ich auch schon ewig dran vorbei. Es sind 4 Stück drin. Meine Freundin hat die gestern mal schon probiert. Und ja, so schauen die halt in der Verpackung dann nochmal aus. Die erinnern mich an Schokofresh, ja, an diese, die es auch im Kühlregal gibt irgendwie. Meine Freundin meinte gestern, die schmecken vom Inhalt her, also von der Füllung her, wie so Marshmallow-Füllung so. Nee, nicht Marshmallow, hat sie gesagt, Schaumküsse. Oh, das schaut ja schön aus. Was ist das da oben drauf? Die Kekse klein gemacht, oder? Anscheinend, weiß nicht genau. Lecker. Super, super lecker. Es ist aber auch nicht so süß, ne? Die ganze andere Schokolade war viel, viel, viel süßer wie dieses hier. Na gut, da ist halt auch dieser Keks hier unten dabei. Also diese Keksschicht seht ihr. Und hier oben ist hier diese kleinen Pringle. Vermute ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht genau, auch von diesem Oreo-Keks, oder? Und die Füllung, zu der Füllung möchte ich jetzt noch was sagen. Die ist voll lecker. Du beißt das rein und so wie so in eine Schaumwolke. Yummy. Die schmecken mir richtig, richtig gut. Lecker. So viel Schokolade. Schade, Marmelade. Aber ich möchte die unbedingt noch probieren. Die habe ich bei der Kasse dann noch gefunden. Vielleicht gibt es sie auch in größer. Noch. Ich weiß es nicht. Von Raffaello. Nee, also von. Ja, doch, Raffaello, ne? Also, nee, eigentlich von Ferrero ist die Marke. Und Raffaello ist dann die Untermarke. Wie nennt man das dann? Also, Raffaello kennt man auf jeden Fall. Ich denke, ihr kennt Raffaello auch. Und das ist jetzt eben eine Schokolade mit Kokos- und Mandelcreme. Ach, da sehe ich gerade, da gibt es noch andere Schokoladen. Ja, aber ich glaube, die gibt es schon ein bisschen länger. Da gibt es noch 2 dunklere Schokoladen. Ich habe die, wie gesagt, aber noch nie probiert und jetzt wird es Zeit. Ja. Yeah. Das ist so eine. Oh, wie süß. Guckt mal. Diese Halbkugeln da eingestanzt. Ach, mei, ist das putzig. Oh, die Kokosnuss kommt so gut raus. Yummy. Lecker. Ja. Auch wenn man es nicht wüsste, dass die halt von Raffaello so abstammen, sage ich jetzt mal. Ihr wisst, was ich meine. Dann würde mir das aber trotzdem richtig rausschmecken, man würde es sofort schmecken. Denn das Koko ist und auch diese, ja, die Süßheit und der unverkennbare Geschmack von den Raffaello-Kugeln findet sich einfach hier voll in der Schokolade wieder.
Mega, mega 1A haben sie das getroffen. Nur mir kommt es jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob da diese Waffel, da ist doch diese ganz dünne Waffelschicht vorm, bevor die Schokolade kommt. Oder die. Kann schon wieder nicht reden. Ja, aber wenn ihr Raffaello kennt, ja, dann wisst ihr, was ich gerade meine. Unter der Mantel des der Schokolade ist diese Schicht, diese feine, hauchdünne Waffel oder was das so ist, ne? Und ich frage mich halt gerade, das habe ich nicht rausgeschmeckt. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht vorhanden in dieser Schokolade. Das wäre irgendwie lustig, wenn sie dies noch irgendwie ja, mit untergebracht hätten, ne? Aber alleine, also, sie bekommt echt 100 Punkte, also die volle Punktzahl, wenn ich hier jetzt Punkte vergeben würde. 1A. Jetzt wäre ein Getränk noch mega zum Abschluss. Beim nächsten Mal vielleicht. Deswegen hoffe ich, ihr seid beim nächsten Food Hall Live-Test-Video auch dabei. Es gibt auch schon ein oder zwei auf diesem Kanal. Klickt euch gerne mal durch, was ich schon alles Leckeres probiert habe. Ihr könnt sehr gerne natürlich auch den Kanal kostenlos abonnieren. Das ist natürlich kostenfrei für euch. Ihr zahlt gar nichts. Vielen Dank euch schon mal für eure liebe Unterstützung und bis zum nächsten Video oder Vlog, ihr Lieben. Ciao.